Und da gucken wir mal unseren Holzfällern bei der Arbeit zu. Hier bewegt sich ein Handkarren zu unserem Lagerhaus mit 6 Holz. Dadurch haben wir dann insgesamt 9 und können die Metzgerei weiter ausbauen. Und wir können, denke ich mal, gleich einfach mal ganz kurz einen Arbeiter bei der Arbeit verfolgen, sobald wir die Metzgerei ausgebaut haben. Wir haben jetzt schon 2 Würste von 3. Und dann verfolgen wir einfach mal einen Arbeiter. Und er müht sich gerade am Fleischwolf ab. Jetzt ist die Wurst fertig und er packt sie vorne in den Stand rein. Unsere Siedler sammeln Holz und produzieren Nahrung. Die Grundlagen sind gelegt. Jetzt können wir dafür sorgen, die Siedlung vor Banditen zu schützen. Der nächste Schritt besteht darin, meine Beförderung vorzubereiten. Ich befördere euch nicht. Öffnet die Titelübersicht, indem ihr die hervorgehobene Schaltfläche neben der Übersichtskarte anwählt. Wir sind momentan Ritter. Die Titelübersicht zeigt die Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, um einem Ritter einen höheren Titel zu verleihen. Ihr könnt das Menü schließen, indem ihr abermals die Schaltfläche anwählt. Junger Marcus, euer Aufstieg in den Rang eines Landvogtes ist ein wichtiger Schritt, um diese Lande sicherer zu machen. Marcus, ich schicke euch eine Fuhre Stein, um damit eure Burg auszubauen. Okay. Ein Eselskarren. Ich bringe schlechte Kunde, Marcus. Banditen blockieren unsere Steinlieferung. Oh nein. Nun ist es an euch. Nehmt Territorien ein und baut dort Steinvorkommen ab. Der Himmel möge euch schützen. Banditen haben einen Karren. Um Stein abzubauen, benötigen wir einen Steinbruch. Ein solcher befindet sich im Territorium Westwood Curve. Bitte Westwood schickt mich rasch dorthin. Ich glaube, das ist das hier. Jawohl. Aber ich bin nicht genau sicher. Ja, da ist unser Stein, den wir vorhin gesehen haben. Um Zugang zum Steinbruch zu erhalten, müssen wir dieses Territorium erobern. Bitte wählt die Schaltfläche Außenposten an und platziert den Außenposten im Territorium, um es einzunehmen. Ein Arbeiter wird sich vom Lagerhaus aus auf den Weg machen und den Außenposten errichten. Sobald der Bau abgeschlossen ist, gehört das Territorium uns. Gut, dann folgen wir unserem tapferen Arbeiter auf dem Weg ins Territorium. Zauberhand schießt ein Gerüst in die Höhe und natürlich werden auch wie von Zauberhand die Mauern errichtet und die Palisaden etc. Wir haben ein Territorium Sehr schön. Eingenommen. Der Außenposten wurde errichtet und das Territorium gehört nun uns. Nun können wir 2 Steinmetzhütten bei einem Steinbruch errichten, um dort Stein abzubauen. Okay, machen wir das einfach mal. Ihr könnt übrigens Gebäude drehen, bevor ihr sie platziert. Das wollte ich nicht. Wir sollten einen... Möchtet ihr etwas niederreißen? Wählt das Gebäude, den Pfad oder die Mauer, die ihr entfernen wollt. Die Siedler erledigen dann den Rest für euch. Nö. So. Ich glaube, ich habe eben nicht aufgepasst beim Drehen. Ach, egal. Bauen wir es einfach so hin. Und hier sehen wir gerade unsere Siedler auf dem Weg zur Steinmetzhütte. Und hey, hier können wir einen Weg bauen. Das passt natürlich sehr gut, da Siedler so schneller vorankommen. Wir bauen da noch hier zu unserer Holzfällehütte einen kleinen Weg. So. Und natürlich auch zu unserer Jagdhütte. Kürzere Wege sind auch immer praktisch. Hier werden gerade unsere Steinmetzhütten aufgebaut. Ich baue sie gleich aus. So haben wir eine höhere Steinausbeute.
Und in diesem Steinbruch ist noch 249 Stein. Das ist nicht gerade viel, meiner Meinung nach. Ausgezeichnet! Die Steinmetzhütten sind errichtet. Die Steinmetze können mit der Arbeit beginnen. Jetzt, da wir über mehr Siedler verfügen, benötigen wir auch mehr Nahrung. Die Banditen machen es mir unmöglich, euch die Kleidung zu schicken, die eure Siedler benötigen, Marcus. Ihr solltet befehlen, zwei Gerbereien zu errichten, damit eure Siedler sich ihre Lederkleidung selbst anfertigen können. Okay, ich baue einfach mal direkt zwei. Weil wir brauchen, um befördert zu werden. Ah, ne, gar nicht wahr. Das kann wieder abgerissen werden, das brauchen wir eh nicht. Da können wir einfach das restliche Holz da reinstecken. Und sobald wir dann gleich Holz bekommen, bauen wir unsere Gerberei aus und können so schneller Lederkleidung herstellen. Was uns unserem Ziel natürlich sehr viel näher bringt. Die Schneider sind bereit. Sobald sie genügend Kleidung produziert haben, steht ihr kurz vor der Beförderung zum Landvogt von Westholm, Marcus. Und wir brauchen 25 Steine, um unsere Burg auszubauen. Und ich glaube, hier ist gerade ein Karren auf dem Weg. Unten. Oder? Ja, leider nur ein sozusagen zu Fußkarren. Der bringt uns 3 Steine, aber da hinten macht sich gleich einer auf, um den Stein zum Lager zu bringen. Ihr könnt die Kamera drehen, um euch umzusehen. Steuerung-Taste und schaltet dann wieder in den ursprünglichen Kamerawinkel zurück. Okay, gut. Und wenn wir wenn wir die Leertaste drücken, ja, sehr schön. Funktioniert doch alles wunderbar. Und da macht sich ein Esels- oder Pferdekarren auf den Weg zu unserem Lagerhaus. Die sind ein bisschen schneller als unsere Steinleute. Aber wirklich nur geringfügig. Okay, dann können wir hier gleich unsere Gerberei ausbauen. Nach einem kleinen Lag. Und Gerberei wird ausgebaut. Und hier kommt unsere Steinlieferung. Wenn die eingetroffen ist, können wir dann auch direkt unsere Burg ausbauen. Allerdings ist, glaube ich, wenn man die Burg ausbaut... Wir besitzen jetzt genug Stein. Wählt die Burg an und baut sie aus. Sobald ihr den Befehl dazu gegeben habt, werden die Siedler erscheinen, um ihn auszubauen. Ja, dann zieht man alle Siedler von der Arbeit ab und deswegen sollte man das, glaube ich, nicht machen, wenn man gerade Nahrungsknappheit oder irgendwie so etwas ist. Ja, und da brauchen wir noch ein Holz, um das auszubauen. Hier brauchen wir kein Holz mehr, dann bauen wir einfach nur die Steinmetzhütte aus. Hier kommt eine Lieferung von 5 Steinen. Und unsere anderen Bauarbeiter machen sich direkt auf den Weg dorthin, um unsere Burg auszubauen. Haben wir in unserem Anfangsdorf eigentlich eine Kirche? Mit Kirchen kann man ganz einfach Gold sammeln, indem man eine Predigt veranstaltet und dann gibt es halt Gold von den Leuten. Und hier sind auch noch die Steuern beziffert. Diese Metzgerei gibt uns 18 Steuern bei jedem Steuergang. Das ist natürlich sehr schön. Und die Gerberei hier gibt es noch keine Steuern, da sie noch nichts verkauft und deswegen, ja, halt auch keine Steuern entrichten kann. Na, jetzt sieht sie doch gleich viel besser aus. Der Efeu ist immer noch da. Und unser Wappen schwebt auf Fahnen vor der Burg. Oh nein! Die Nahrung ist gelb jetzt nicht mehr. Ja, und es fehlen uns nur noch 2 Lederkleidung. Und dann gucken wir noch einmal kurz durchs Dorf, wo uns hier irgendwas fehlt. Und wir haben noch 4 Holz. Und damit können wir unsere letzte Steinmetzhütte upgraden auf die höchste Stufe. Ja. Und Marcus schicken wir mal direkt ins Dorfzentrum, um ihn gleich zu befördern. Sobald Zeit dazu ist. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Jawohl. Und hier haben wir die Sonderfähigkeit von ihm, dass er einfach
Truppen in der Nähe mit Fackeln versorgen kann. Ja, deswegen befördert wir ihn jetzt. Meine treuen Dienste mit einem neuen Titel zu belohnen? Gut gemacht, Marcus. Noch benötigen die Siedler keine Kleidung. Doch sobald ihr befördert wir ihn. Von Westholm seid, werden sie danach verlangen. Sehr schön. Ich, Marcus, werde euch immer treu ergeben sein. Ich beglückwünsche euch zu eurem neuen Titel, Marcus, Landvogt von Westholm. Einige königliche Truppen sind von einer Patrouille zurückgekehrt. Ich werde sie sofort zu euch schicken. Ja, ein paar Truppen. Nehmen wir gleich. Banditen greifen unsere Siedlung an. Schicken sie gegen die Banditen. Banditen sind größenwahnsinnig. Gegen unser Marcus wird gar nicht beachtet. Und der erste ist gestorben, der zweite. Der dritte. Der vierte, fünfte. Und der sechste. Sehr schön. Und wir haben keinen Verlust erlitten. Auf euren Befehl. Wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Nun stellen Sie für die Siedler und Händler keine Gefahr mehr dar. Euer Majestät, mit ruhiger Hand haben wir diese Herausforderung glänzend bestanden. Ihr hattet natürlich Hilfe. Doch die Frage ist, warum all diese Karren den ganzen Weg oh von mein Gott. Und Eskorte zurückgehen? Das werden uns vermutlich was als nächstes angucken. Dann gehen wir mal in die Endstatistik. Markus Gesamtwertung, Siedler werden. Bla bla bla, Siedler. Siedler hatten wir 18, der Ruf der Stadt war 20. Wir haben 182 Ressourcen gesammelt, Güter produziert 26, Güter gekauft 20. Ich habe glaube ich nichts verkauft. Naja, muss wohl irgendwie die Lieferung gewesen sein, die wir vorhin bekommen haben, aber die uns geklaut wurde. Ja, Einheiten rekrutiert haben wir 25, Einheiten besiegt 6. Und den Titel Landvogt haben wir erhalten. 0 Prestigepunkte, 0 Ritterfähigkeiten angesetzt und 0 Ritter besiegt. Okay, und dann geht's direkt weiter. Wir befinden uns hier auf der Karte. Und ich denke mal, ich werde hier eine ganz kurze Aufnahmepause machen und wir sehen uns dann in diesem Bildschirm hier wieder. Bis dann!